Yay! Damit ist der Sarkophag offen und wir mussten doch nichts mit der Decke machen. Also, ab in die Krypta. Was haben wir hier? Stufen, die hinabführen. Ja, dann geh doch bitte die Stufen auch hinab. Der Spalt ist groß genug, um sich hindurchzuquetschen. Ich hoffe nur, dass meine Konstruktion nicht zusammenbricht, sobald ich drin bin. Okay, das sieht mir nach einem verlassenen irgendwas mit Safe aus. Nein, das hier könnte eine Art Labor sein oder so. Hatte Angelina da nicht was erwähnt? Oder der Junge über Angelina? Sieht aus wie das Innere eines Turms. Und hier ist eine Art Krater im Boden. Dann hat es wohl Bumm gemacht. Etwas explodiert. Gut, dann gucken wir zwar langsam hier rum. Auf jeden Fall erstmal den Tresor. Ich meine, da könnte was Wertvolles drin sein. Die Explosion unbeschadet. Dann setzen wir uns nach Hawaii ab und Angelina diese ist egal. Diese Brandspuren dürften vom Schweißgerät stammen. Der Junge meinte, Angelina sah recht zufrieden aus. Irgendwie muss sie den Tresor doch geöffnet haben. Was haben wir hier? Ein Kombinationsschloss. Aber nicht mit Zahlen, sondern mit Buchstaben. Okay, wir haben 5 Dinger mit 0 oder einem O, einem A, einem S, einem B, einem R, einem C, einem U, einem D, einem F, E und das war's. Okay, also da könnte man bestimmt Wörter draus bilden. Ich kann hier nur raten. Aber für sowas muss es einen Hinweis geben, also weiter umgucken. Ketten, schmiedeeiserne Ringe, grob behauene Steine. Nicht gerade das, was man ein modernes Labor nennen würde. Eher wie aus einem Frankenstein-Film. Ja, dazu wird das Setting auf jeden Fall passen. Die Explosion muss recht heftig gewesen sein. Aber anscheinend hat es nicht gebrannt. Die Trümmer sind alle unverkohlt. Ich hoffe nur, wir begegnen jetzt keinem Zombie oder sonst was. Ein Rohr, cool. Falls wir einem Zombie begegnen, können wir ihn damit verdrechen. Juhu. Wir sind Plastik gerettet. Nein, es ist aus Plastik. Verdammt. Mit Plastik kann man doch nichts ausrichten. Ach ja, wir haben auch das stumpfe Hackebeilchen. Dann ist die gut. Die Wände des Rohrs sind dünn. Vielleicht gehört es zu einem Belüftungssystem oder so etwas in der Art. Das würde Sinn ergeben, aber wir brauchen Hinweise. Überall liegt Papier herum. Das meiste völlig aufgeweicht vom Regen. Das ist schlecht, aber vielleicht können wir noch irgendwas aus der Mappe entziffern. Hier ist eine Mappe. Sie ist nur an einer Ecke nass. Geht doch. Dann kleine Leserunde. Von 1981. 12 Jahre her. William Gordon tödlich verunglückt. Willow Creek. William Gordon stürzte am Dienstag aus bisher ungeklärter Ursache aus seinem Arbeitszimmer im Turm des bla 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 bla. William Gordon. Selbstmord. Wie die Polizei heute mitteilte, handelte es sich beim Sturz des Hausherren des Schlosses Black Mirror in der Nähe des Ortes Willow Creek aller Wahrscheinlichkeit nach um Selbstmord. Hier ist ein anderer Artikel. Eine Woche später. Grausige Mordserie in Willow Creek. Bla 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 bla. Jüngstes Opfer der Blutserie. Der erst 12-jährige Vic Valley. Nach Angaben der Polizei wurde seine Leiche bei einem Steinkreis im Wald entdeckt. Der Zustand der Leiche lässt einen rituell begründeten Mord vermuten. Noch 2 Wochen später. Hauptverdächtiger in den Willow Creek-Morden identifiziert. Wie Scotland Yard mitteilt, wurden an 3 der Tatorte Spuren sichergestellt, die eine Verwicklung von Samuel Gordon, dem Enkel des letzten Monats umgekommenen William Gordon, nahelegen. Samuel Gordon wurde vor 2 Wochen tot am Fuße eines Turms von Blackmirror Castle aufgefunden. Eben jenes Turmes, von dem sich zuvor sein Großvater... Blablabla. Berichte über die Mordserie in Willow Creek von vor 12 Jahren. Kein Wunder, dass Sir Richard sich dafür interessierte. William war sein Bruder. So, das waren jetzt einige sehr, sehr, sehr starke Hinweise und Informationen zum ersten Teil. Aber um diese Geschichte wirklich zu verstehen, werden wir den ersten Teil irgendwann noch spielen, versprochen.
Nur nach Black Mirror, denke ich mal, kommt erstmal was nicht Click and Point Adventure-mäßiges oder Point and Click, wie ihr es auch immer nennen wollt, weil Chris ja auch gerade eins macht. Aber ich verspreche euch, ich werde die Serie durchschauen. Zuerst mit dem ersten und dann den dritten Teil. Es ist auch komischerweise die Reihenfolge, in der ich es gespielt habe. Und ich fand es von der Informationsflut her eigentlich sehr, sehr gut. Also würde ich jetzt mal nicht sagen, dass es unbedingt Spoiler sind, aber... Naja, man könnte es schon so ansehen, aber es ist jetzt nicht wirklich was Wichtiges verraten worden. Gucken wir uns jetzt erstmal hier weiter um. Das Plakat hat die Explosion relativ unbeschadet überstanden. Vermutlich wurde es von der Druckwelle frontal erwischt und gegen die Wand gedrückt. Hier gibt es eine Tabelle, die die Häufigkeit von Blutgruppen zeigt. Okay, das ist schon mal AB plus minus B, A und O. Das sind auf jeden Fall mal ein Teil der Zahlen, die wir auf dem Safe haben. Aber ob das wirklich Sinn ergibt, ich meine, da war ja auch noch U, F und das weiß ich alles dabei. Also weiter gucken, aber das sieht schon mal nach einem Hinweis aus. Holla, ein Schweißbrenner. Angelina hat schweres Geschütz aufgefahren. Scheint aber nichts genützt zu haben. Der Tresor wurde nicht aufgeschweißt. Können wir das mitnehmen oder steht das einfach nur doof in der Gegend rum? Funktioniert tadellos. Aber beim Tresor wird er mir nicht weiterhelfen. Gut, das heißt aber, wir haben schon einen funktionierenden Schweißbrenner. Nur, wie zur Hölle hast du das Ding angezündet? Wir haben keine Feuerzeuge und auch keine Schreischwärze dabei. Egal, hier haben wir alles bis auf den Riss, aber ich glaube nicht, dass der Riss was Interessantes ist. Ob der Riss von der Explosion stammt oder ob er später dazu kam, weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Die Logik sagt mir, dass der Turm seit Jahren hier so steht und die Chance sehr gering ist, dass er ausgerechnet einstürzt, wenn ich hier drin bin. Aber mein Gefühl sagt mir, dass ich nicht länger hier bleiben sollte als unbedingt nötig. Das ist doch eine gute Idee. Da komme ich nicht durch. Nach wenigen Metern ist der Gang eingestürzt. Ach, doch nicht. Ja, ich war gerade irgendwie nicht ganz bei dem Ding. Aber wenn das alles war, dann... Hier gibt es eine Tabelle. Das war A, B, B, A, 0. Da mir nichts anderes einfällt, würde ich mir das mal denken, dass das dann doch das ist. A, B... B, A, 0. Ja, es hat funktioniert. Es hat funktioniert, das Rätsel. Was haben wir im Tresor? Eine Metallhalterung mit mehreren Blutkonserven. Davon sprach auch der Junge. Auf jeder Konserve steht eine Zahl und an der Rückseite des Tresors klebt eine Liste mit Namen. Mal sehen. Die Nummern 1 und 5 fehlen. Das sind Richard Gordon und William Gordon. Das Blut der Gordons. Was will Angelina damit? Und was wollte der Typ hier in dem Labor damit? Oder will sie verhindern, dass es andere in die Finger bekommen? So oder so. Ich kann ihr nicht mehr vertrauen. Sie steckt in der Sache drin und sie hat mich angelogen. Ich sollte zurück nach Willow Creek fahren. Vielleicht ist sie da inzwischen aufgetaucht. Und dann sehen wir weiter. Mehr als die Blutkonserven ist da nicht drin. Und ich weiß, was ich wissen musste. Angelina war hinter dem Blut der Gordons. Die Frage ist, wieso und was ich damit zu tun habe. Ja, dann denke ich mal, dass wir hier somit fertig sind. Also gehen wir nochmal zurück. Und wir haben rausgefunden, was da ist.
Bist du in der Gruft? Gibt es da Särge? Ja, aber keine Vampire. Schade. Was ist denn? Ein Auto! Der andere Mann ist zurück! Der andere Entführer? Mist. Aha. Danke für die Warnung. Lauf nach Hause und sag deinen Eltern, sie sollen die Polizei rufen, ja? Cool. Ich muss vorsichtig sein. Tom wird nicht begeistert darüber sein, dass ich verschwunden bin. Ja, die Frage ist nur, wie können wir fliehen? Wir könnten ihn theoretisch in den Morast locken, wenn wir den noch weiter wässern. Aber der Schlauch ist... Der Riss im Schlauch ist so groß, dass sich das Wasser auch einfach gleich auf den Boden plätschert. Der ist kaputt. Kann ich das vielleicht mit dem Hackebeil kaputt machen? Da brauche ich nur einen Weg, wie ich das den Stück wieder zusammenfüge. Das Stück mit dem Riss ist nicht mehr zu reparieren. Ich trenne es heraus. So. Damit habe ich zwei halbwegs brauchbare Schlauchenden. Ja, lass mich raten, die sind aber nicht... Beide Schlauchstücke sind zu kurz, als dass man... Wie könnte ich die zusammenfügen? Vielleicht das kleine Rohr dazwischen? Na toll. Der Schlauch passt genau nicht in das Rohr. Wenn ich es vorher erhitze, müsste es sich ausdehnen und ich könnte die Schlauchenden verbinden. Das ergibt Sinn. Das heißt, jetzt weiß ich auch, wofür wir den... Brenner benutzen können und dann brauchen wir erstmal gar nicht zu Tom zu laufen, oder er hieß doch Tom, oder? Ja, er hieß Tom. Also, ich denke, dass er Tom hieß. Wenn er nicht Tom hieß, dann hätten wir jetzt ein Problem, aber ich sage jetzt einfach, dass er Tom heißt. Auch wenn diese Diskussion mit mir selber gerade überhaupt keinen Sinn hat, aber es ist mir sowas von egal. Ich meine, ich muss mir ja nicht zuhören, das müsst nur ihr. Wenn ich das Plastikrohr erhitze, dehnt es sich aus. Dann müssten die Enden des Schlauchs in das Rohr passen. Ja! Das hast du gerade eben auch schon gesagt. Ich denke, das sollte reichen. Dann müsste ich das jetzt aber verbinden können. Es passt. Noch kurz warten, bis es etwas abkühlt. Yay. Ich habe einen ganzen Schlauch. Wie habe ich das denn bloß geschafft? Fertig. Es liegt jetzt relativ eng am Schlauch, sodass kein Wasser mehr austreten dürfte. Gut. Spätestens wenn Wasser durchläuft, kühlt sich das Rohr komplett ab. Dann hauen wir das Ding jetzt mal an den netten Wasserhahn. Jetzt komm schon, Darren, beweg deinen Arsch, da la 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 la. Beweg deinen Arsch, da la 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 la. Ich weiß, das Lied gibt's nicht, aber ist mir egal. Schalalalala. Und ich will nicht dahin. Darren, lauf zurück. Los, los. Wieso? Da hinten ist Toms Wagen. Ob ich den vielleicht kurz schließen könnte? Und ich wollte auch noch gar nicht dahin. Jetzt kriege ich vielleicht ganz auf die Mütze und dann ist es... Mir egal, was mit deinem Kopf ist. Ende im Kaufhaus. Sieh zu, dass du die alte Schachtel endlich ans Telefon bekommst. Ich halte hier auch schon auf dem Arschloch. Was für eine alte Schachtel? Wer zur Hölle ist die alte Schachtel? Also wahrscheinlich die Auftraggeberin. Ich komme nie bis zum Auto. Tom würde mich entdecken und ich glaube, ich habe eine Waffe gesehen. Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Ich warte hier auf die Polizei und erkläre denen stundenlang, was los ist. Oder ich stelle Tom eine Falle und klaue seinen Wagen. Ja, ich bin ja schon die ganze Zeit am Plan, Junge. Hör mir doch einmal zu. Sitzt. Gut, dann nimm den Wasserschlauch, verdammt. Oder muss ich... Erst einmal sollte ich das andere Ende des Schlauchs irgendwo platzieren.
Ach, ich hab das noch in der Tasche. Da muss mir doch einer mal erklären hier. Dann an Shane Morast hängen und dann ist ja jetzt auch gut mit der Sache. Außer Darren möchte die Sache noch ein bisschen in die Länge ziehen. Der Schlau ist platziert. Ja, komm. Ich fange jetzt nicht nochmal an zu singen. Nein. Das lasse ich, auch wenn Darren sich strunzlangsam bewegt. Oder sich auch gar nicht bewegt. Also gut, setzen wir den Morast unter Wasser. Das müsste reichen. Gut. Damit steht die Falle. Und wie wir Tom beim nächsten Mal in die Falle locken, seht ihr beim nächsten Mal. Gut, das war jetzt keine gute... Wieso sage ich so oft gut und wieso kriege ich keine vernünftige... Nee, Ableitung ist auch kein gutes Wort. Nee, ist überhaupt kein Wort. Ich kann nichts mehr formulieren, ich kann nicht mehr sprechen, also Bändchen, Partschau.